Heute ist der Tag der Eroberung und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Story of Seasons. Ich habe übrigens jetzt gerade offscreen, auch noch während ich den Tag beendet habe gestern, mir einige Sachen mal angeguckt, was die einzelnen Leute mögen. Und ich will mich ja vielleicht doch so ein bisschen mal an Klaus ranmachen und er mag viele verschiedene Sachen. Es ist schwierig. Er mag zum Beispiel sehr Wein und Tee und Säfte und ja, Juwelen. Und ich werde einfach mal. Ups, das wollte ich nicht. Kann ich das wieder reintun? Kann ich das wieder reingucken? Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich würde eigentlich hier nur ein Leckerli verteilen. Jetzt habe ich hier das ganze Futter. Das ist halt dumm. Boah, es geht schon mal total gut los. Jedenfalls ist heute Tag der Eroberung. Ich hoffe, ich werde das Feld kriegen. Ich weiß gar nicht, warum ich das so genau will. Ich habe übrigens auch gesehen, dass, wie ich gerade eventuell erwähnt habe, Klaus auch Tomatensaft mag. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie... Ich glaube, ich habe das Rezept noch nicht dafür. Muss man mal sehen. Habe ich jetzt alles? Informationen ansehen. Hanako ist durch. Bis auf Futter natürlich. Das kriegt sie aber, denke ich mal, von allein hin. Gut. Ich habe übrigens auch offscreen auch noch, was kurz zu erwähnen ist, den Baum hinten gefällt, fertig. Da hat noch die Energie gereicht. Ich kann da mal ganz kurz gucken, wegen, ich glaube, ich habe noch kein Tomatensaftrezept. Das müsste ich, glaube ich, noch erwerben. Könnte ich eventuell heute oder morgen machen. Mal gucken. Gucken wir mal ganz kurz. Tomatensalat, Suppen, Brutnot. Was ging denn hier? Gekühlter Fisch. Das können wir auch gleich noch machen zum Verkaufen. Getränke, Salat, Getränke. Ja, habe ich nämlich noch nicht. Gut, darauf könnte ich vielleicht auch achten. Ja. Und ich bin gespannt. noch 3 Tage. Vielleicht wächst das ja alles nochmal. Sieht aber gut aus. Also ich bin da ziemlich optimistisch gerade. Wie immer irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. wir gießen einfach mal. So, und hier. Alles klar. Mal sehen, wie viel ich einnehmen werde. Wie gesagt, ich schreite dann erstmal runter und gucke nach, was sie wollen und ob ich da vielleicht auch irgendwie was weiterverarbeiten kann entsprechend, dass ich da mal Profit rausschlagen kann, weil ich so voll die Schlägerin bin und so. Und ich schlafe immer wieder total Mist, das tut mir leid. Wir haben aber eh noch ein bisschen Zeit, bis sie unten aufmachen, beziehungsweise dass, ja, die Händler sind dann eine Weile unten auf dem Markt. Ich werde auf jeden Fall davor nochmal bei den Zwiebeln vorbeigucken und wieder mal bei den Bienen und bei den Pilzen und hoffen, dass sich auch da mal was getan hat. Was mit hohe Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein wird, aber ich würde das trotzdem täglich checken, weil trotzdem wäre es langsam mal cool, wenn die Bienen mal hier endlich fertig gebiet haben und sich da mal irgendwie herablassen dazu, Honig herzustellen. Okay, sieht schlecht aus, mal wieder. Oh, nein, doch, sieht gut aus. Honigbiene. Honig rausnehmen, ja Mann. Honig 3. Sind jetzt keine Bienen mehr drin? So sieht... Ah, so, okay. Herausnehmen. Honig 3-mal. Honig 3-mal. Und... Bienenpollen? Was sind Bienenpollen? Wabenhonig. Bienenpollen. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber cool. Und hier noch ein Schreif. Okay. Wow, nice. Das hat sich gelohnt. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld ich dafür kriege. Könnte mir zugutekommen am heutigen Tag, am 27. Da werde ich voll krass viel einnehmen und mir voll krass viele eingenommene Sachen verkaufen und wieder neue krasse Sachen kaufen. Ich rede komisches Zeug mal wieder. Das ist schlimm mit mir, ich weiß. So. Gut. Sehr schön. Zwiebeln sind auch ein paar fertig. Bringt auch wieder ein bisschen zusätzlichen Umsatz. Kann sich ja zeigen lassen, oder? Ja. Noch schnell gießen. Die restlichen. Und gucken, hoffentlich gibt es auch wieder was, was ich hier wieder zum Wurzelzeug, was ich auch wieder anbauen kann im Herbst. Sonst hätte ich das hier für umsonst verlängert. Was heißt für umsonst? Ist ja schon geil, wenn ich das jetzt hier habe. Aber da hätte ich vielleicht auch was anderes verlängern sollen und so. Und man weiß es ja nie, ne? Okay. So. Upsi, pupsi. War ich gerade richtig? Ja, ich glaube. Läuft mal wieder super. Okay, auf zu unserem Ziel. Damit ich Weizen oder sowas anbauen kann. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht orientiert sich das, was man auch kaufen kann, daran, was man für Felder gepachtet hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin dumm wie Brot.
mal gucken, wie es hier mit den Muscheln inzwischen aussieht. Mit meinen Venus-Muscheln. Ins Wasser springen. Ich brauche bestimmt noch bald einen neuen hier Fischkäfig. Fischgehege. Fünf Stück. Ja, alle bis auf eins rausnehmen. So. Viermal Venus-Muscheln erhalten. Toll. Futter. Katz, katz, katz. So. Ich weiß gar nicht, ob ich da... Oh. Ab und an mal Perlen kriege. Was hat letztens eine Perle? Und dann dachte ich, das wäre... Oh! Glückstreffer. Vielleicht kriege ich nochmal Eisen. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich einmal was Seltenes finde, ist Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass ich nochmal ein zweites Mal was Gutes finde. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es nicht so. Ich habe wirklich... Da sieht es schon nach aus, als ob da was dran ist an meiner Theorie. Aber ich mache es trotzdem mal. Ich meine, ich bin einmal hier. Wir haben noch Zeit und... Kommen noch dreimal. Müsste ich können? Oder auch gar nicht? Bitte? Dann halt gar nicht. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So, Prost, Masaru. Sehr schön. Und wir gucken da mal, was sich gut verkaufen lässt. Vielleicht tun sich da Gerichte gut verkaufen lassen. Dann würde ich noch mehr Geld machen. Das wäre total cool und ich würde mich voll freuen. So, hallo. Hallo, Raker. Na, was geht ab bei dir? Ist übrigens der beliebteste Junggeselle. Ich habe da mal auf der Webseite geguckt. Er ist sehr beliebt. Mit Abstand der beliebteste auch. Auf zweiten Platz ist jemand, den wir hier noch nicht haben. Und dann Klaus ist eigentlich auch sehr beliebt. Also, und Fritz ist ziemlich weit hinten. Das widerspricht sich dem, was ich hier bei euch immer so mitbekomme. Ja. Geschmäcker sind verschieden. So. Achso, ich wollte erstmal, ja, hallo am Hüttenlandstand. Schönen Tag noch. Ich möchte erstmal nachfragen hier vorne. Ich war gerade schon wieder einen Schritt zu weit. Ja, Empfohlenlieferungen, Leberbriefen, Frühlingspflanzen, Zierpflanzen, Werkzeuge. Okay, das können wir schon mal alles vergessen. Gut, dann würde ich auf jeden Fall jetzt nochmal zurückgehen und würde alles, was ich habe, irgendwie noch weiterverarbeiten. In Anführungszeichen weiterverarbeiten. So viel kann ich ja nicht machen. Aber ein bisschen geht, denke ich schon. Oder wartet mal. Ich habe gerade... Nein, doch, ja, nein, doch, ja, wartet. Wartet. Warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Blöpp. Vielleicht kriege ich da noch ein gutes Rezept, wo ich irgendwie noch was noch besser weiterverarbeiten kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich liefere erstmal ein paar Sachen, wo ich weiß, dass man das nicht so weiterverarbeiten kann, beziehungsweise das nicht viel bringen wird. Ich brauche wirklich ein neues Fischgehege. Hier, komm. Zum Beispiel. Minusmuschel, Kiefisch, Kajo, Waben. Honig bringt echt wenig. Da bringt wirklich das mit den großen Bienen viel, viel mehr. Ich traue mich irgendwie gar nicht so richtig, irgendwas zu verkaufen. Ich guck mal, was sie für Rezepte hat. Items kaufen. Rezepte kaufen. Dessert, Salat, Milchsalat, Milchsuppe. Milchsalat mache ich mal. Und von mir aus auch noch das hier. Und von mir aus auch noch das hier. So. Läuft schon mal gut. Okay, auf jeden Fall habe ich da jetzt die Wahrscheinlichkeit, also die Vielfalt der Gerichte, die ich kochen kann, schon mal weiter. Und kann eventuell halt auch Milch und so weiter verarbeiten. Und bekomme dafür mehr Geld. Und dadurch, dass ich mehr Geld bekomme, habe ich mehr Geld und es steigere natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Pachtfeld für mich gewinne. Wisst ihr ja. Klingt logisch. Ist es auch. Okay. Okay, dann zerkoche ich jetzt hier. Ich zerkoche nicht. Ich erkoche hier mal ein bisschen was. Das klingt auch komisch. Ich koche auf jeden Fall ein bisschen was. Okay. Ich bin immer zu voll, die ganzen Zweige und Steine aufzuheben. Ich mache das dann immer, wenn ich irgendwann, wenn es mal regnet und ich zu Fuß lang laufe, dann sammle ich immer alles ein wie eine Bekloppte. Inzwischen bin ich da ja ziemlich... Ja. 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 Ich sammle ja auch kaum... Nein. Ich sammle ja auch kaum... Also eigentlich gar keine Insekten mehr ein, außer jetzt die dicke Bienen. Super dicke Bienen. Okay. Milchsalat. Milch und Gemüse. Tomatensuppe. Milchsuppe. Ich mach mal einfach Milchsuppe, ne? Milch. Drei. Mach mal dreimal, komm. Lel. Milchsuppe ist fertig. Yeah. Wollte jeder schon mal haben. Eine leckere Milchsuppe. Lecker.
Oh, ich kann nicht. Hä, wieso ist sie ausgewählt? Oh, da. Lel. Was ist ein Kühlschrank? Okay. Nächste Bild ist fertig. Und dann noch Tomatensuppe. Und sonst gegrillten Fisch kann ich noch machen. Okay. Nein, nicht Tomatensuppe. Nein. Tomatensuppe. Nehmen wir erstmal die. Ist alles frisch. So. Tada! Und dann nochmal. Mit dem anderen Stack. Und fertig. Tada! Und noch den Fisch. Kleinvieh macht auch Mist. Da, gegrillter Fisch. Oh, ich habe nicht so viel, was ich kochen kann, aber okay. So, gegrillter Fisch ist auch fertig. Bringt alles mehr Geld. Ist nicht, gar nicht mal so schlecht. Gut. Das muss es gewesen sein. Alles klar, dann verkaufe ich alles und gehe nochmal fett shoppen. Ja. Da. Und dann werde ich hoffentlich auch gewinnen. Das wird sich schon am nächsten Tag herausstellen. Spätestens. Ja, ich hoffe auch, dass ich durch die Venusmuscheln vielleicht irgendwie mal eine Perle bekomme. Das wäre nice, aber wenn nicht, dann gehe ich einfach wieder zurück zu den Tintenfischen. Ich weiß auch nicht genau, wie das abläuft. Ich bin, wie gesagt, noch in der Experimentierphase. Es gibt irgendwie auch Golden Crops, also goldene Pflanzen, also goldenes Gemüse und so. Ich weiß auch gar nicht, wie man das bekommt. Da steht zum Beispiel auch Klaus drauf. Ich glaube, da stehen relativ viele drauf. Ich meine, hallo, goldenes Geflügel, genau. Nein, Gemüse ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Guck mal einfach mal an. Und da mag Hunde und Füchse, der Klaus. Ach, das ist auch einer, ne? Der Klaus. So. Guck, wie viel Geld ich zusammenkriege. Hoffentlich einiges. Na, liefern. Liefern. Okay. Nein. Frühlingszwiebel. Ah, schon mal 4000. Den Honig behalte ich einfach mal zum Kochen eventuell. Pollen, die von Bienen gesammelt wurden und nur selten geerntet werden. Darin enthalten sie eine reichhaltige Kombination aus Nährstoffen. Boah, ich trau mich irgendwie gar nicht, da was zu verkaufen groß. War das irgendwie so, ich weiß nicht. Wie viel ich sonst so einnehme. Ah, nicht schlecht. Milchsuppe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich was gebracht hat hier mit der Milchsuppe. So, gekühlter Fisch. Kann ich den Kiwifisch nicht weiter? Komisch. So, Venusmuschel kann ich verkaufen. Kreiselschnecken, meine Güte. Ich weiß gar nicht, ob das genug ist. Ich habe Angst, dass es nicht reicht. Na komm. Verkaufe ich mal die Bienenpollen. Wabenhonig auch mal. Ich habe keine Ahnung, ob das hier eine gute Entscheidung war. Gut, dann gehen wir mal shoppen. Items kaufen. Lach so, die haben wir noch die Leckerlis. Stimmt, da war ja was. Dann gucken wir mal den Bauplänen mal. Kannstuhl. Roter Blumenbogen. Roter Blumenbogen? Wege, Geschirrschrank, Käserei. Hammer, Melkmaschine, Wollbürste, Hundepfeif. Okay, gut, auf jeden Fall Hammer. Dann hammern den Hammer. Ha, witzig. Und noch eine bessere Bürste, komm. So, haben wir wieder schön Fettgeld ausgegeben, mal wieder. Vollschere, wir haben noch nicht mal ein Schaf. Nach Tieren fragen. Tiere kaufen. Kuh, Schaf. Haben wir ein Schaf kaufen? Leute! Leute, wir kaufen ein Schaf. Für Stall A. Ja. Wir nennen ihn. Oh, hoffentlich passt das rein. Er hat mir zwar einen anderen Namen genannt. Alter, ich bin zu dumm zu schreiben. Scheiße, das passt nicht rein. Boah, jetzt muss ich schon mal ganz kurz gucken, wie sein Name geschrieben wurde. Er heißt Jean. So, da bin ich wieder. Jean wird. Ich wollte es halt richtig schreiben. Wie Gene geschrieben. Jean. Also, er hat geschrieben, wenn du meinen echt nehmen möchtest, Jean. Man spricht irgendwie die Hose Jeans, nur ohne das S. Also, Jean. Gut. Also, wie Chin, nur halt mit einem langen I. Okay, Jean. Ja. Sehr gut. Untergebracht in den Stall. Yay! Yeah! Ich hab ein Schaf. Es geht da langsam voran hier, ne? Ich hab da kaum Geld, aber Wayne. Das ist schlimm.
Hoffentlich habe ich auch genug jetzt eingenommen, dass das jetzt nicht ganz so furchtbar endet. Moment. Nochmal zurück. Ich habe jetzt ein Schaf. Jetzt kann ich mir auch gleich das bessere Scherding holen. Boah, Alter, ich werde gleich wieder sowas von arm sein. Das ist unglaublich. Kaufen. Nein. Ich will einen Bauplan. Vollschere. Wow. Nee, komm, scheiß drauf. Ich würde sagen, ja, hier, komm, scheiß drauf, aber nein, ich habe jetzt gerade zu wenig Geld. Das sind die 1500 auch schon viel. Oh mein Gott, das wird eine reinste Katastrophe hier. Ich brauche wieder unheimlich viel Geld. Und ich habe immer noch keinen Hühnerstall. Jetzt habe ich mir schon ein Schaf gekauft, aber keinen Hühnerstall. Warte mal, wie viel kostet nochmal so ein Bauplan für einen Hühnerstall? Jetzt sag bitte nicht 10.000, dann... Ich glaube, waren das nicht 100.000 oder so? Wenn es 10.000 wären, dann würde ich jetzt schreien. Wir gucken mal. Ah, hallo. Ja, Baupläne kaufen. So, oben hier unten verbessert das. War das nicht hier dabei oder was? Ach, das war. Okay, das war dann doch bei dem anderen. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Verbessertes Haus könnte ich mir eigentlich auch bald mal holen, ne? Da habe ich eigentlich inzwischen auch. Ich will nicht sagen, nur Geld, weil ich habe das Geld gerade nicht, aber man kriegt relativ. Ich habe inzwischen die Möglichkeiten, halbwegs zügig an so viel Geld zu kommen. Klingt, glaube ich, besser, wenn ich das so sage. Okay, liebe Freunde, ich bin wirklich gespannt, ob wir auch jetzt das Feld kriegen, mit dem wir jetzt momentan eh noch nichts anfangen können, weil jetzt bald die Jahreszeit wechselt. Dann möchte ich bis zur nächsten Jahreszeit warten und dann baue ich da was an. Und ich habe gerade eh kein Geld, um mir irgendwie groß Crops Seeds zu kaufen. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für Crops? Crops sind ja die Sachen, die man anbaut. Die erwirtschafteten, die angebauten Produkte, aber mir fällt gerade kein deutsches Wort für Crops ein. Kennt ihr das? Wenn ihr ein Kind. Das ist total komisch, oder? Na, Jean? Sie sieht halt richtig lebhaft aus. Ich kann dich bestimmt scheren, wenn ich das richtige Werkzeug habe. Ja, hab ich. Ich stell mal her. Nein, ich verbessere mal das Werkzeug. Ich müsste ja jetzt schon ein paar Eisenstücke haben. Hoffe ich. Also ja, hab ich. Aber ich hoffe, dass sie reichen. So meine ich das. Dass ich hier voll krasse Sachen machen kann. Runter. Mistgabel, Angel, Bürste. Okay. Ich gehe erstmal nach Priorität. Ich mach erstmal das jetzt hier. So. Gut. Hammer brauche ich auch auf jeden Fall. So. Sieht gut aus. Wollschere. Und noch eine bessere Bürste. Sehr schön, da habe ich jetzt hier alles soweit verbessert. Sehr gut. Geht ja langsam voran, ne? Richtig geil. Richtig geil. Ja. Hey, ich habe es immerhin endlich mal geschafft, mir ein Tier selbst zu kaufen. Das ist mein erstes selbst gekauftes Tier, ne? Das ist Wahnsinn. Mit der normalen Bürste. Da freut sich vielleicht auch mehr. Und jetzt kann es bestimmt. Genau. Wow. Oh, wie nackt er ist. Kleines Sackschaf. Oh. Ja, läuft. Ah, übrigens, Wolle mag der liebe, gute Klaus auch sehr gerne. Habe ich mal wo gelesen. Im Harvest Moon Wiki. Oder Story of Seasons Wiki. Ich weiß gerade gar nicht, wie es. Ich glaube, ja, Harvest Moon Wiki ist das. So. Au. Okay, gut. Haben wir den lieben Jean. Und ich würde dann mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wie mir Let's Play Story of Seasons. Und dann erfahren wir, ob ich das Feld kriege. Okay, bye.